Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie man hier so eine defekte Röhre durch eine LED-Röhre ersetzen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. So, wie gehen wir jetzt als erstes vor? Und zwar, wenn es so flackert an der Röhre, habe ich euch schon mal ein paar Videos gemacht. In diesem Fall ist die Röhre kaputt. Der Starter versucht permanent sie zu zünden, aber das Gas da drin ist verbraucht und deswegen kann er sie nicht mehr starten. Gut, und ich habe mich jetzt entschieden, weil diese dicken Röhren und alle anderen Leuchtstoffröhren, die werden Schritt für Schritt verboten, das heißt, die werden immer produziert und dann müssen wir sowieso alle auf LED umstellen, wenn wir noch ein Leuchtmittel wollen. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt hier als erstes vor? Da gibt es jetzt folgende Sachen zu bedenken, und zwar viele Hersteller schreiben, ja, man muss die Lampe ausschalten, bevor man diese LEDs reinmacht. Ja. Das stimmt nicht ganz. Also ja, es ist besser, wenn man es ausschaltet, aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ihr habt eine riesen Fabrikhalle, die könnt ihr nicht komplett ausschalten, während ihr die Leuchten wechselt. Ja? Die müssen anbleiben und dann kann man das auch während dem Betrieb machen. Was, wenn ihr das während des Betriebs macht, zu beachten ist, ihr müsst zuerst den Starter rausdrehen mal, weil hier, der versucht die ganze Zeit zu starten und dann dreht ihr die Röhre raus. Und dann macht ihr den Starter der neuen LED rein und dann macht ihr die LED rein. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, das Ganze auszuschalten, dann macht es auch. Wichtig ist jetzt hier, wenn ich jetzt nur diese Röhre tauschen möchte, die kaputt ist, und die andere Röhre drin lassen möchte, weil die noch funktioniert, dann muss ich mir natürlich sehr, sehr sicher sein, dass ich den richtigen Starter der Röhre ersetze, weil der LED-Starter stellt nichts anderes dar wie einfach einen Kurzschluss. Und wenn ich das bei der anderen Röhre reinmache, dann bringt das nichts, dann glimmt die nämlich nur an der Seite. Also da wird eigentlich oder sollte eigentlich nichts kaputt werden, aber es wäre gut, wenn man das Richtige tauscht. Und da zeige ich euch jetzt, wenn ich jetzt hier, ich weiß das jetzt schon bei dieser Röhre, wenn ich jetzt hier seitlich den Starter rausnehme, dann seht ihr sofort, dass die Röhre nicht mehr blinkt, weil der nicht mehr versucht zu starten. So, seht ihr? Jetzt blinkt sie nicht mehr. Also war das jetzt an der Stelle der richtige Starter von dieser Röhre. So, und jetzt können wir die Röhre auch noch rausmachen. So, dann, um die Röhre rauszunehmen, das ist ein bisschen eine trickreiche Röhre, das ist nämlich, weil das eine Feuchtraumlampe ist. Da sind überall Dichtungen dran, auch beim Starter. Da muss man zuerst diese Überwurfmuttern wegmachen und dann die eigentlichen Muttern. So, dann kann man das so rüberziehen, seht ihr es? So. Und dann geht das raus. Und jetzt machen wir wie bei jeder Röhre früher, Drehung um 90 Grad und dann kann man die nach unten rausziehen. Genau, so. Jetzt haben wir die Röhre draußen. Was wir jetzt machen können, jetzt haben wir die Röhre draußen und jetzt würde ich echt die Lampe ausschalten und dann die Komponenten der LED reinschrauben. Wie gesagt, in ganzen Hallen können sich das die Leute nicht leisten, das ganze Licht abzudrehen, während da gewechselt wird. Da wird das während dem Lauf gemacht, aber die Hersteller empfehlen es und dann machen wir das so, schalten wir alles aus, schrauben wir alles rein und dann starten wir erst wieder die Lampe. So, dann machen wir das Licht einfach mal aus. Jetzt wird das Bild ein bisschen dunkler, klar. Und dann nehmen wir die LED-Röhre und da zeige ich euch, da habe ich was gebastelt mit dem 3D-Drucker.
Weil ihr habt ja gesehen, diese Leuchtstoffröhre, die war sehr, sehr dick. Ja, so. Und diese Stärke gibt es von LEDs nicht. Ja? Die gibt es nicht, weil die Hersteller der LEDs sich sagen, warum sollte ich die Röhre dick machen und dadurch mehr Material verbrauchen als notwendig, um dieselbe Helligkeit zu erzeugen. Ich drehe jetzt mal rum. So. 90 Grad, die Röhre ist drin. Diese Röhre hat auf der einen Seite Kunststoff, der nicht durchscheint. Dadurch gibt sie kein Licht nach oben ab. Das Licht wird innen reflektiert, es geht alles nach unten. Ist eigentlich optimal. Und jetzt zeige ich euch, was ich gemacht habe, Speziale. Und zwar, die Röhre ist ja dünner, okay? Und diese Anschlüsse hier seitlich, ja, die wir hier haben, die sind ja ausgelegt, um das abzudichten. Für Feuchtraum, jetzt brauchen wir hier eigentlich keinen Feuchtraum, weil das kein Feuchtraum ist. Das heißt, man könnte das auch offen lassen. Dann haben wir hier aber eine Öffnung. Ich zeige euch das nachher nochmal genauer. Und deswegen habe ich mit dem 3D-Drucker mir solche Hülsen da gedruckt, aus einem flexiblen Material. Das nennt sich TPU. Und das kann ich, habe ich da jetzt auf der Röhre drauf, schiebe das da rein. Und dann kann man mit dem Gummi da drüber gehen, mit dem Überwurfgummi da, so, schiebt das da ziemlich weit drüber an der Röhre und dann passt es. Ich zeige euch das dann nachher nochmal näher, wie ich das gemacht habe. Beziehungsweise, das kann ich euch gleich zeigen. Auf jeden Fall, ich mache da diesen Gummi drüber und dann habe ich da keine Öffnung mehr drin. Hier seht ihr das jetzt eben aus nächster Nähe. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn ich nur die ganz normale Fassung jetzt, wie sie war, da drauf mache. Und zwar, dann sieht es so aus. Und hier dieser Gummiring, den verwendet, um zur Röhre hin abzudichten. Und wenn das dann fertig montiert ist, dann sieht das so aus. So, jetzt haben wir da aber einen Spalt, da kann Feuchtigkeit rein. Wie gesagt, hier eigentlich, das ist kein feuchter Raum, da braucht man keine Feuchtraumlampe, aber es war ein und ich wollte halt den Zustand wieder herstellen. Deswegen, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe diese Hülse, von der ich euch berichtet habe, die ich euch gerade gezeigt habe, die habe ich da drauf gemacht. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich die nach hinten kriege. So. Und es kann sein, dass ich da nochmal das rausmachen muss, weil die ist so exakt gedruckt, ja, dass ich da am Schluss die letzte Stufe nicht mehr drüber komme, weil ich dazu, naja, nee, es passt, ich bin drüber. So. Jetzt schiebe ich das nämlich da rein. Seht ihr das? Jetzt habe ich jetzt schon kaum noch einen Spalt. Ja? Und jetzt kann hier diese Abdeckung drauf. Da kommt jetzt zuerst der Gummi so drüber. So, schieben wir den da so ran. So, und dann kommt diese Überwurfmutter. Die kann den Gummi jetzt wieder anpressen. Und damit haben wir wieder eine vollständig dichte Röhre. Ja, seht ihr? Ich kann jetzt den Kunststoff sogar noch ein bisschen weiter reinmachen, damit der mir hier nichts von dem Licht blockiert. Aber so sieht es dann aus. Ja, ich werde ihn noch ein bisschen weiter reinschieben. Weil der soll im Endeffekt ja genauso wie bei der ursprünglichen Röhre nur so weit wie die Fassung gehen. Deswegen machen wir das nochmal. Da raus. Ja, Moment. So, aber das Coole ist, das hält genauso, wie es eigentlich halten soll. Ich schiebe den jetzt da rein. Ich habe das ja auch so konstruiert, dass das genau an dem Ende der Röhre hält, beziehungsweise da eben aufhört. Und genauso mache ich es jetzt auch hier. Bei der Montage kommt es drauf.
So, jetzt ist es ganz exakt. Jetzt steht da auch nichts mehr über. Schaut mal, genau so gehört es. Und jetzt haben wir da noch einen ganz kleinen Spalt, den ihr seht. Aber das Geheimnis ist, bei diesem Spalt, der stellt kein Problem dar, weil in diesem Spalt drin ist eine Dichtung. Genau, und so mache ich es jetzt auf der anderen Seite auch. Und dann haben wir auch schon diese Röhre gewechselt. Ah, der Starter muss natürlich noch rein, bevor wir es in Betrieb nehmen. So, dann wie gesagt, kommt der Starter hier seitlich wieder rein. Beziehungsweise nicht wieder der Starter, sondern der LED-Starter. Da steht auch drauf Fuse, das englische Wort für Sicherung. Das bedeutet, da drin ist auch eine Sicherung. Das heißt, eigentlich ist es eine elektrische Überbrückung, eine durchgehende Leitung, weil die LED-Röhre keinen Starter mehr benötigt. Aber zusätzlich hat man hier noch eine Sicherung eingebaut. Das heißt, wenn die Lampe mal nicht geht, kann es durchaus sein, dass anhand der ausgelösten Sicherung das Ganze der Fall ist. So, dann starten wir mal. Ah, wunderbar. Und wir sehen schön die LED. Das kommt jetzt leider, glaube ich, so nicht drüber. Die ist doch um einiges heller, ja, als die Röhre an sich. Und zudem kommt dazu, diese Röhre, diese LED-Röhre, die hat 18 Watt. Man kann die noch dimmen, auch runterschalten. Aber der Hammer ist, die Leuchtstoffröhre, die hat 40 Watt. Ja, das heißt, ich habe halbe Energie, die ich reinstecke und noch mehr Licht, das rauskommt. Also das ist wirklich optimal, was wir da haben. Und so läuft das alles, wie ihr jetzt gesehen habt. Genau, eine tolle Sache und seitlich habe ich es auch noch dicht hingekriegt. Was neben dem Energieverbrauch der LEDs und nachdem auch die Leuchtstoffröhren verboten werden, noch ein Riesenvorteil ist, ich zeige euch das jetzt mal hier, diese Röhre, die war jetzt ziemlich lang aus, oder die zwei, und ich schalte ein, ihr hört das akustisch. Habt ihr gesehen? Das hat relativ lange gebraucht, bis diese Röhren hier leuchten, bis die gezündet werden und bis die dann schlussendlich vollständig leuchten. Weil was passiert? Zu Beginn des Startvorgangs gibt es hier seitlich Glühdrähte, da fließt zunächst ein Strom durch, der wird warm, dadurch werden da entsprechende Teilchen frei, die dann dafür sorgen, dass die Röhre starten kann, zünden kann, und der Starter, der versucht es dann ein paar Mal und dann zündet sie und dann leuchtet sie erst. Und das habt ihr bei einer LED nicht mehr. Und ich werde jetzt auch hier diese Röhren, obwohl sie noch ganz sind, jetzt ersetzen durch LED-Röhren. Warum mache ich das? Weil mich eben in diesem Raum relativ kurz benötigte Licht stört. Also es stört mich, wenn das immer so lang dauert, bis es angeht. Weil ich würde mal sagen, ihr habt jetzt so einen mittleren Durchlauf gesehen. Manchmal dauert das auch noch länger. Und deswegen setze ich auch hier LEDs ein. Und dann werde ich euch zeigen im Vergleich, wie viel schneller die LED ist. Ja. So, aber zuerst muss ich das mal tauschen. So, nun der Vergleich von der Geschwindigkeit beim Einschalten. Ihr hört jetzt wieder, wenn der Schalter eingeht. Und das Licht ist einfach sofort da. Und es ist sofort hell. Und das ist halt echt ein Riesenvorteil von den LEDs. Plus zu dem, dass ich jetzt hier echt wahnsinnig viel mehr Licht in dem Raum habe. Gar nicht zu vergleichen mit vorher. So, was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Also, wichtig ist, wenn ihr die Möglichkeit habt, schaltet die gesamte Röhre aus. Ermittelt den richtigen Starter, wenn ihr so eine doppelröhrige habt, wie ich hier habe. Dreht den Starter raus, dreht die Röhre raus, macht dann den LED-Starter rein, macht dann die LED-Röhre rein und schaltet das Ganze dann erst wieder ein. Und dann habt ihr alles richtig gemacht und es klappt so. Und ich denke, das ist auch relativ einfach. Ja, man muss nur schauen, dass man die richtigen Röhren da dafür kauft, weil diese Röhre an sich, die könnte man auch direkt an 220 Volt anschließen.
Das heißt, es wird wahrscheinlich auf kurz oder lang für solche Röhren auch entsprechende Fassungen geben oder Lampen. Da sind dann gar keine Starter mehr drin, weil die wissen, die Röhre braucht nur 220 Volt an einem Eck und dann leuchtet die schon. Wichtig ist, wenn ihr eine Röhre bei euch für Ersatz verwenden wollt, dann sucht unter dem Begriff Retrofit. Darunter ist das bekannt oder findet ihr das? Das bedeutet, dass man aus einer alten Röhre mit Leuchtstoffmitteln eine neue Röhre macht mit LEDs. Genau. Und das war's auch schon. Ich hoffe jetzt, dass das Video euch gefallen hat. Wenn das so war, dann gebt mir doch gerne einen Like oder abonniert vielleicht auch meinen Kanal. Bitte denkt dran, wenn ihr das Abo anklickt, ist natürlich komplett kostenlos, dass ihr auch auf die Glocke klickt, weil dann bekommt ihr immer eine Info, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und schaltet wieder ein.